Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Wir sind immer noch mal in Frost City, aber wir versuchen langsam, aber sicher, uns von hier zu entfernen und haben letztes Mal mitbekommen, dass Team Magma irgendwas Fieses plant. Ich kann euch nicht genau sagen, was. Es hat irgendwas mit dem Schlotberg zu tun, glaube ich. War es der Schlotberg? Ich glaube schon. Und ja, wir verfolgen sie auf jeden Fall. Wir haben jetzt zum Glück auch Zertrümmerer, womit wir hier durchkommen. Der hat, wie gesagt, dass Geradax ein Pokémon ist, was sehr, sehr gut zu uns ins Team passen würde. Dann werde ich mich mal drum kümmern, dass wir vielleicht so ein Pokémon, also so ein Geradax mal bekommen. Solange werde ich meinen Zickzacks mal behalten. Wenn du den Pokémon nicht ein bisschen besser trainierst, wird es schwer, sich hier durchzukämpfen. Ich habe gehört, dass die Top 4... Was reden denn alle von den Top 4? Ich habe gerade mal 3 Orden. Und da vorne haben wir eine Camperin. Also ist doch wirklich eine Camperin. Und nee, oder ist es eine Pfadfinderin? Bin ich jetzt nicht... Hey, Picknickerin. Alles klar. Ich sag, 2 Sachen sind falsch, es ist irgendwas Drittes. Aber da sind wir. So, das sollte kein Problem für Rambi sein. Ja, ich denke, wir können die Folge irgendwie die Ruhe nach dem Sturm nennen. Oder. Ich weiß noch nicht, was ich mir da für einen Namen überlege. Aber ja, die Ereignisse der letzten Tage haben auf jeden Fall bei mir ihre Spuren hinterlassen. Im positiven wie im negativen Sinn. Und ich kann jetzt wieder mich ganz normal um alles kümmern, was ich sowieso immer getan hätte. Ja, der ganze Trubel um das Special sind vorbei. Illumis, da müssen wir, glaube ich, wechseln. Oder nein, ich habe Felsgrab. Ja, also die ganzen... Obwohl, hä, ich dachte, die würde fliegen. Jetzt bin ich kurz gespannt. Ja, es gab sehr viel Stress rund um das 1000-Abo-Special. Ein regelrechter Shitstorm hat meinen Kanal getroffen. Mehr oder weniger berechtigt. Ich stehe da ein bisschen zweigeteilt gegenüber, aber ich will das gar nicht mehr groß aufrollen. Ich nehme das Ganze jetzt am Dienstagabend auf. Das Ganze ist schon wieder gut vorbei. Ich habe noch mit dem einen oder anderen geschrieben und die eine oder andere Diskussion geführt. Und ich glaube, jeder hat sich jetzt ausgesprochen. Das Ganze war jetzt, wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit wieder gegessen. Das habe ich mir aber auch schon gedacht, dass so ein Beef nicht länger als 1-2 Tage dauern wird. Ich meine, wirklich eskaliert ist es nur am Montag. Heute waren es noch so ein paar Nachwehen. Also wirklich nichts Nennenswertes eigentlich. Es war einfach, ja, ich habe mit dem einen oder anderen noch auf Skype diskutiert. Und wir haben uns da ausgetauscht. Aber auch mit dem bin ich im Grünen auseinandergegangen. Also es ist, ich habe sehr, sehr viele Leute kennengelernt, mit denen man sehr gut diskutieren kann. Ich habe aber auch Leute kennengelernt, die mich jetzt eben in dieser Extremsituation, in Anführungszeichen, für meinen Kanal im Stich gelassen haben. Also ich muss jetzt im Laufe dieser ganzen Aktion habe ich so ein bisschen gemerkt, wer steht hinter mir, wer fällt mir in den Rücken, wenn es mal nicht läuft, wer verhält sich reif. Mit wem kann man gut diskutieren. Also ich habe die Leute deutlich besser kennengelernt und diese Erfahrung nehme ich sehr, sehr gerne mit, weil mir die auf meinem weiteren YouTube-Leben, auf meinem weiteren YouTube-Weg bestimmt sehr helfen kann. Ich werde mir auf jeden Fall die ganzen Sachen merken. Einige Leute haben wirklich viele, viele Pluspunkte gesammelt. Bei dem einen oder anderen wusste ich schon, dass ich Minuspunkte einsammeln wird. Aber wie gesagt, also ich habe jetzt eben im Laufe dieser ganzen Aktion gemerkt, okay, wie ticken die Leute? Wie reif sind sie wirklich? Und von dem her bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass es mir am Montagabend, wo ich ja das erste Mal so davon erfahren habe, weil Montag war ich ja Arbeit und joggen und habe eigentlich nichts mitbekommen, und um 7 abends, wo ich dann an den PC gegangen bin, habe ich gemerkt, was überhaupt für ein Shitstorm entstanden ist. Ich habe ja total spät von dem mitbekommen. Das hat mich schon ein bisschen fertig gemacht am Montagabend. Da war meine Laune echt down. Und dann auch heute, also für mich noch am Dienstag, wo ich das aufnehme, in der Arbeit habe ich mich echt ein bisschen mies gefühlt. Aber als ich jetzt dann daheim war, wie gesagt, konnte ich noch mit ein paar Leuten reden. Und jetzt... Oh, wir kommen hier nicht durch. Wir kommen nicht durch den Sandsturm. Ja, und jetzt ist eigentlich wirklich alles wieder cool. Ich bin, habe mich eigentlich mit jedem ausgesprochen, mit dem ich mich ausgesprochen will. Die Kommentare haben nachgelassen. Es ist
ja, es ist vorbei und ich bin sehr froh, dass es vorbei ist, weil noch so ein Abend wie Montagabend würde ich echt nicht gern haben. Mir ging es echt richtig mies, weil ich viel drüber nachgedacht habe, hätte ich es voraussehen können, was hätte ich anders machen können. Ich habe sehr, sehr viel selber an mir selber gezweifelt. Ich war nicht schlecht drauf, weil ich irgendwie beleidigt wurde oder so. Pff, das ist mir egal, aber ich war von mir selber enttäuscht, weil ich das hätte ahnen können. Vielleicht oder auch nicht. Ich habe total an mir selber gezweifelt. Dort, schau doch, da ist der Schlotberg. Da können wir beide hingehen, der ist so heiß wie ich. Du verstehst? Oh, er ist so riesig. Oh, und so prachtvoll. Oh, der Anblick verschlägt mir regelrecht den Atem. Ich rede von deinem... Oh, ich will eigentlich nur das selber mal zum Gipfel fahren. Also ich habe wirklich vom Berg geredet, nicht von deinem Berg. Oh, dein Pokémon-Team sieht ein bisschen erschöpft aus. Ich mach's wieder fit. Ah. Dann habe ich noch was für dich. Yay! Noch eine VM-Stärke. Jetzt kriegen wir die VMs aber nachgeworfen. Ne? Damit du vielleicht noch stärker bist, wenn wir zusammen sind. Oh, was hätte ich vergessen? Ich war auf dem Weg nach Laubwechselfeld, um Professor Cosmo zu besuchen. Also dann hau rein, ne? Ja, danke. Ich hoffe, Zickzacks kann Stärke lernen. Bitte? Stärke. Er kann es nicht erlernen. Und den Kader auch nicht. Muss ich jetzt nochmal ein... Nein, das können Sie mir doch nicht erzählen, oder? Ist das hier Route 112 eigentlich? Ja, ist es. Dann könnten wir vielleicht möglicherweise hier unser nächstes Teammitglied finden. Ja, hier werde ich unser nächstes Teammitglied finden. Also laut dem Team, was Enyo mir zusammengestellt hat. Also wie gesagt, mein Team ist ja in Zusammenarbeit mit Enyo entstanden. Das eine oder andere. Er hat mir eigentlich einen Grundvorschlag geschickt. Ich habe dann den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag gemacht, den er dann eben sozusagen übernommen hat. Oder nicht. Und wenn ich das eben richtig im Kopf habe, dann sollte mich hier dann irgendwo unser nächstes Teammitglied finden. Zumindest hoffe ich das. Und ich habe mir noch gar keinen Namen überlegt. Hoffentlich treffen wir das nicht heute. Weil dann müsste ich mir noch einen Namen überlegen. Obwohl ich es, glaube ich, eigentlich fast schon weiß. Aber muss ich noch überlegen. Also ich glaube, ich habe schon einen im Kopf. Weil, das muss ich auch noch sagen, ja, das muss ich ja auch noch erwähnen. Ich wurde natürlich sehr, sehr viel angegriffen. Sei es über Twitter weniger, eigentlich hauptsächlich in den Kommentaren. Und zwei Leute, also es sind wirklich endlich drei. Drei Leute sind mir persönlich sehr ins Auge gefallen, die unglaublich viel geschrieben haben, unglaublich viel diskutiert haben und mich verteidigt haben. Das sind Patentoni, Mr. Master und Alex. Also so viel, wie ihr drei geschrieben habt. Grundsätzlich, sobald irgendwo eine Beleidigung kam, war eigentlich direkt von euch eine Antwort da. Und das halt, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Also es kam mir von euch, aus freien Stücken raus. Und da bin ich euch so unglaublich dankbar. Ich hatte wirklich Angst, dass es meinem Kanal wirklich schaden könnte. Ich war wirklich mies drauf. Ich dachte, das wird jetzt so ein bisschen die Stimmung auf dem Kanal zerstören über einen längeren Zeitraum. Weil ich irgendwie dachte, so wenn der Hate jetzt länger anhält, dann ist einfach dieses ganze... Ja, dieses ganze coole Feeling, was wir eigentlich immer hatten, dachte ich, würde irgendwie ein bisschen verloren gehen. Aber da das Ganze jetzt zum Glück nur einen Tag wirklich eskaliert ist und jetzt eigentlich alles wieder vorbei ist, da, ihr drei, also andere natürlich auch, aber den Namen der drei habe ich sehr, sehr oft gelesen. Da bin ich euch unglaublich dankbar. Da bin ich euch so dankverpflichtet. Also wirklich, ich bin eigentlich mein Itemradar. Ist hier irgendwo ein Item? Nein, leuchtet nichts. Okay, na dann gehen wir doch mal hier hoch. Da mit dem Wanderer. Den muss ich bestimmt mit meinem... Obwohl, Stein-Pokémon könnte ich auch mit Boden bekämpfen. Kämpfen wir so gegen ihn. Durch das viele Bergsteigen sind meine Beine richtig kräftig geworden. So leicht werden sie also nicht einknicken. Ja, also wie gesagt, eure drei Namen sehr, sehr oft gelesen. Danke dafür. Und auch eine Sache, die will ich jetzt einfach ansprechen. Die habe ich zwar schon erläutert und die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, aber... ich wurde auch das ein oder andere Mal von Leuten, die nicht von diesem Kanal kommen, beschimpft. Ich wäre ein abgehobener Wichser, der keine Kommentare beantwortet, weil er die Kommentare nicht schätzt und nicht für nötig erachtet. Und ich würde Streams nur machen. Oder ich würde an sich nur meine Verbundenheit zu euch vortäuschen, dass ich eure Klicks bekomme oder so. Ich möchte es einfach mal kurz ansprechen, damit man das einfach auch abhaken kann.
Und zwar vor allem die Sache mit den Kommentaren. Also es ist natürlich ein Fakt, ich beantworte weniger Kommentare wie früher. Aber ich nehme an, die meisten von euch wissen schon, aber ich erzähle es jetzt einfach für die es einfach nicht wissen. Also, zum einen, sag mal, fangen wir so an. Damals, als ich angefangen habe, so in der Zeit bis, ich weiß gar nicht, wo stand ich denn im September, bis zum Ausbildungsbeginn, da hatte ich, wo war ich da bei 250, 300 Abonnenten, irgendwie so um den Dreh. Da habe ich, sehr, sehr viel, ich habe eigentlich jeden Kommentar beantwortet, ne? Ich habe jeden Kommentar beantwortet. Das ging natürlich zum einen dadurch, weil ich nicht so viele Kommentare bekommen habe. Ich meine, bis zu 300, das waren höchstens immer so 3, 4 Kommentare. Okay, ab und zu auch mehr, ich war sehr aktiv. Aber auf jeden Fall war es immer eine sehr überschaubare Anzahl. Und zudem habe ich nur ein Video am Tag hochgeladen. So, dann fing meine Ausbildung an. Ich war Montag bis Freitag immer von 7.30 Uhr bis abends um 6 Uhr weg. Und hatte natürlich deutlich weniger Zeit für alles Mögliche. Habe angefangen, 2 Videos am Tag hochzuladen. Und ihr seid natürlich immer mehr geworden. So, und das war natürlich dann irgendwann so eine Masse an Kommentaren. Das ging dann irgendwann nicht mehr. Ich habe mich dann zwar teilweise noch gequält, aber ich habe dann teilweise nur so Alibi-Antworten geschrieben wie Danke, Smiley oder irgendwie so. Wo ich dann selber nicht wirklich damit zufrieden war, weil ich ja immer, ja, weil ich ja wirklich dafür stehe, dass ich, wenn ich jemandem antworte, versuche ich ja irgendwas Sinnvolles zu schreiben, womit derjenige was anfangen, dass er sich nicht verarscht fühlt. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, okay, also auf jeden Fall so Kommentare wie cooles Video und so weiter, auf die möchte ich nicht weiter eingehen. Das habe ich ja auch gemacht. Aber teilweise fällt es mir jetzt auch schwer, andere Kommentare zu beantworten. Das liegt wirklich am Zeitmangel. Als Schüler konnte ich mir das auch nicht vorstellen, aber wenn man wirklich einfach abends um 6 Uhr nach Hause kommt, voll fertig ist, dann mache ich vielleicht noch Sport, esse was, nehme 2 Videos auf, da hat man nicht mehr die größte Zeit. Und ich gehe ja wirklich, also ich gehe eigentlich so gut wie auf jeden Kommentar ein, der auf jeden Fall mich was fragt. Mal abgesehen von Hashtag AskKübi-Fragen, die beantworte ich in den Channel News. Und ich beantworte ja wirklich pro Video 3 bis 4, ich kommentiere 3 bis 4 Kommentare. Ich hoffe wirklich, dass jetzt keiner sagt, Hübi, du Arsch, du bist verabkommen. Ich beantworte, ich fühle mich da selber, wisse ich, das ist wieder so ein Ding, wo ich selber an mir zweifle. Und so Selbstzweifel werden dann durch solche Leute unterstützt, aber da kommen einfach Leute auf meinen Kanal, die noch nie vorher da waren, die gar nicht wissen, wie ich mit euch kommuniziere und mir dann irgendwelche Beleidigungen an den Kopf werfen. Deshalb sollte ich mir da eigentlich gar nicht so einen Kopf machen. Aber ich habe einfach trotzdem das Bedürfnis, euch das zu erklären, dass das nichts mit Abgehobenheit hat oder so, dass nichts mit Abgehobenheit zu tun hat, sondern ich lese wirklich jeden Kommentar und ich glaube, das wisst ihr auch. Aber ich wollte es einfach mal ansprechen, weil es eben immer wieder aufgekommen ist und ich will einfach nicht, dass jemand ein falsches Bild von mir bekommt, was einfach schlicht und ergreifend nicht wahr ist, weil das null böse Absichten sind. Und wirklich, ich lese jeden Kommentar. Ich will einfach nur, dass ihr das wisst, das muss ab und zu einfach mal erwähnt werden, weil ich gar nicht will, dass da auch nur irgendwie sozusagen überhaupt der Gedanke kommt, dass das was mit böswilligen Absichten zu tun hat oder so. Wisst ihr, ich habe einfach, vor allem auch während der Zeit, habe ich sehr, sehr viele, ja, Konfrontationen mit Dingen bekommen, die ich einfach mit euch kommuniziert habe, aber die vielleicht für Leute, die neu auf dem Kanal sind, noch, nicht einsehbar sind, die davon noch nichts wissen. Und deswegen spreche ich es einfach immer wieder an. Also wie gesagt, ich beantworte wirklich, ich versuche wirklich pro Video 3 bis 4 Kommentare mindestens zu kommentieren. Ich werde nur Kommentare kommentieren, die auch eine Antwort in gewisser Weise verdienen. Wenn jemand ein cooles Video schreibt, dann brauche ich nicht bei jedem Video 4-mal Danke drunter zu schreiben. Das hat jemand so gesehen, aber das ist jetzt mal egal. Ich will nicht noch weit über ihn herziehen. Ich habe es schon auf Twitter gepostet. Der hat einen sehr, sehr netten Vergleich geschrieben. Hey, da war eine Herzschuppe drin. Cool. Nee, also wirklich, ich will, dass ihr wisst, dass da nichts Böswilliges dabei ist. Das ist wirklich, hat einfach rein was mit Erwachsenwerden zu tun. Mit, ich kann nicht meine ganze Zeit in YouTube stecken. Von der wenigen Zeit, die ich sowieso noch habe. Zwischen dem ganzen Videos erstellen und so weiter. Aber ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Ich wollte es einfach nur nochmal ansprechen. Und ich weiß auch, dass der Vorwurf von jemandem kam, der gar nicht auf dem Kanal ist. Das heißt, theoretisch von euch kam ja noch gar nichts. Aber ich will es euch einfach nur kommunizieren. Dass ihr da einfach
Bescheid wirst, dass sowas einfach mal wieder angesprochen wurde. Und da ist es. Unser neues Teammitglied. Oh yes. Da ist es. Ich muss jetzt nur schauen, wie ich das am besten mache. Ich hoffe, ein Liebeskuss killt's nicht. Nein, tut's nicht. Sehr gut. Das will ich nämlich haben. Ein Kamaup. Ja, wirklich ein Kamaup. Ist nicht das stärkste Pokémon, aber es ist ein neues Feuer-Pokémon und ich würde es gerne in meinem Team haben. Und ich finde, ein Kamaup ist ein wirklich sehr, sehr cooles Pokémon. Hatte ich noch nie selber in meinem Team. Aber das kann sich jetzt in diesem LP ändern und das wird sich auch ändern, weil ich möchte es jetzt haben. Und wenn ich was haben will, dann kriege ich es auch. Ich überlege gerade, ob es noch irgendeinen anderen Vorwurf gab, auf den ich eingehen will, den ich einfach nicht so im Raum stehen lassen will. Ah, was auch gesagt wurde. Nee, stopp, vergesst es, das kam auch von jemandem, der nicht auf dem Kanal ist. Da würde ich jetzt auch wieder über was diskutieren, was gar nicht aus der Community kommt. Es wurde gesagt, Yubi Family ist ein scheiß Name für die Community. Also ich mag den Namen. Ich hoffe ihr auch. Wenn ihr ihn kacke findet oder einen Verbesserungsvorschlag habt, dann haut her. Aber ich finde eigentlich, Yubi Family ist ein cooler Begriff. Wie gesagt, die ganzen Vorwürfe kommen immer von Leuten, die gar nicht auf dem Kanal sind. Deswegen sage ich es euch, obwohl es gar nicht von euch kommt. So, und jetzt muss ich nachdenken. Wer verdient diesen Namen? So, wisst ihr was? Das Schöne am Aufnehmen ist, man kann ja immer schön spontan sein und so weiter. Weshalb ich jetzt wirklich einfach kurz in meine Kommentare schauen werde. Und mir da wirklich einen rauspick, der mir schon in letzter Zeit halt immer wieder positiv aufgefallen ist. Weil ich habe ja auch nicht alle Namen im Kopf, ne? Und jetzt muss ich kurz nachdenken, ne? Wir haben momentan im Team Rambi, Splario und Enyo, ne? Und ich glaube, Danilo hat noch keinen Pokémon-Namen bekommen, ne? Ich glaube nicht. Mir wird jetzt noch ein zweiter ins Auge springen, der auch eigentlich einen Namen verdient. Aber ich glaube, dieses Kamaup werde ich Danilo nennen. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen großen Fehler, aber ich habe ihm doch noch keinen Pokémon-Namen gegeben, oder? Hey, wo ist mein Touchpen? Hallo. Ich würde gern was tippen. Ah, hier ist er. Ich habe ihn gefunden. So. Danilo. Yep. Der ist auch wirklich immer sehr, sehr aktiv. Dankeschön dafür. Ich hoffe, du weißt, du freust dich drüber. Und Kamaup ist jetzt vielleicht noch nicht das spektakulärste Pokémon, aber dann Kamaup. Oder ich glaube, es gibt sogar Mega Kamaup. Ich glaube, da hast du dann schon deutlich mehr Power. So, da müsste ich jetzt Stärke verwenden, ne? Da gehe ich jetzt mal nicht lang. Ich gehe jetzt erstmal so weit, wie ich ohne Stärke komme. Und ich kann dem Kamaup vielleicht sogar Stärke beibringen, aber will ich das? Naja, kann man hier im Omega Rubin VMs wieder einfach so verlernen? Das weiß ich nämlich nicht. Ich kenne mich mit der 6. Generation leider noch nicht so gut aus. Verdammt. Okay. Was kommt hier noch? Ah, hier geht's wieder raus. Okay. Was ist jetzt hier draußen? Ich finde das hier gerade ein bisschen crazy. Also, ich brauche auf jeden Fall ein Pokémon, dem ich Stärke beibringen kann. So, ich bin kein Amateur, der gegen Kinder nur mit halber Kraft kämpft. Kapiert? Ja, du. Disst Kinder mit voller Kraft. Das ist irgendwie noch amateurhafter. Ein Magnarien. Nicht mal mehr ein billiges Pfiffchen. Nee, nee, der packt jetzt hier schon die High-End-Pokémon raus. Und es ist ja vom Typ Unlicht, ne? Da sollte ich doch dann jetzt eigentlich mit meiner Fee-Attacke Damage machen. Viel Damage. So, er schnüffelt. Kann er gerne machen. Ich bin sowieso kein Geist-Pokémon. Schauen wir mal. Ja, das stimmt. Sehr gut. Und ich regeneriere mich damit auch wieder richtig, richtig viel. Das heißt, ich sollte eigentlich ohne großen KP-Verlust hier aus der Sache rausgehen. Oh, wir sind direkt nochmal dran. Super. Magnarien hat direkt einen Abflug gemacht. Und es gibt auch ordentliche P. Danke, lieber Rowdy, dass du gegen Kinder mit voller Kraft kämpfst. Nur dadurch habe ich jetzt so viel schöne EP bekommen. Oh. So. Und da oben waren noch Bären, die ich auf jeden Fall haben wollte. Und jetzt habe ich irgendein Pokémon wurde gerade im hohen Gras gesichtet. Aber ich weiß gar nicht, wo komme ich denn hin, wenn ich hier die Route weiterlaufe? Und wo wäre ich hingekommen, wenn ich da drüben Stärke benutzt hätte? Fragen über Fragen. Und so langsam fange ich an zu verzagen. Nein, verzagt habe ich gestern. Mittlerweile bin ich wieder voller Energie. Die Hatewelle ist vorbei, zum Glück.
Wie gesagt, ich habe viel gelernt und bin da wirklich, habe sehr, sehr viel Erfahrung bekommen. So, jetzt sind wir wieder auf Route 111. Ah, hier ist ja auch die Wüste, ne? Wir sind jetzt sozusagen die Wüste umgangen. Okay, aber was war denn in der Höhle mit Stärke? Keine Ahnung. Ich werde aber mal eben den EP-Teiler anmachen, dass hier Danilo direkt die ersten paar EP bekommt. Den werde ich dann natürlich auch noch irgendwann trainieren müssen. So, anschalten. Dann kann man nämlich gegen den Trainer direkt ein bisschen was holen. Ich packe auch wieder Rambi nach vorne. Ist mit dem Level hier immer noch am niedrigsten. Enyo ruht sich einfach vorne aus. Der hat eh so ein hohes Level und ist auch stark. Der ist mein Joker, mein Ass im Ärmel. Zeig mir, wie stark dein Pokémon-Team ist. Werde ich tun. Ass-Trainer Pascal. Oh, super. Ein Fritzenblitz. Da habe ich ja direkt das richtige Pokémon vorne. Als ob ich den richtigen Riecher gehabt hätte. Hübi hat Schnüffler eingesetzt. Ah. So. Dampfwalze. Feuer. Er hat mich erkannt. Zack. Und ich bitte euch auch noch, das kann ich jetzt noch abschließend sagen, geht bitte auf keine großartigen Diskussionen mehr ein. Ich glaube, das wurde jetzt wirklich 2 Tage zu Tode diskutiert, dieses Thema. Und wenn da irgendjemand anfängt, weil durch diese ganzen Diskussionen lebt es weiter. Also geht bitte wirklich nur noch auf Sachen, auf Leute ein, die konstruktive Kritik schreiben. Und versucht keine Trottel von irgendwas zu überzeugen. Oh, jetzt leveln wir das Zickzacks. Alles klar. Makuhita, da werde ich wechseln müssen. Geht nicht mehr auf Leute ein, wo ihr sowieso wisst, dass ihr sie nicht überzeugen könnt. Wie beispielsweise der eine, der geschrieben hat, du musst doch auch auf Kommentare wie cooles Video antworten. Da muss ich ganz klar sagen, nein, da ist mir meine Zeit zu schade. Ich habe euch schon oft gesagt, Niveau ist mir wichtig. Und wir haben wirklich lange auf den eingeredet, aber der hat es nicht eingesehen. Also geht bitte nur noch auf Diskussionen ein, wo ihr auch noch irgendwie einen Sinn dahinter seht. Und antwortet die einfach so jedem, auch wenn ihr wisst, dass er niemals einsehen wird, was ihr versucht, ihm zu erzählen. Weil dadurch wird so ein Thema nur unnötig in die Länge gestreckt und bevor es wieder eskaliert. Lasst es einfach gut sein. Ich glaube, wir sind jetzt wieder zurück auf dem richtigen Kurs. Und jetzt kommt noch ein Kindwurm. Moment, weil das ist doch... Ist das nicht Bodendrache? Weiß es nicht. Ich hau mal Enyo rein. Mal gucken, wie viel ich hier mit Pflanze machen kann. Und ansonsten habe ich noch... Der hat noch Käfer und Normal, ne? Die drei Attackentypen. Kindwurm würde ich auch gern haben. So ein Brutalander. Das hätte was. Mal schauen, wie viel Laubklinge macht. Okay, es ist nicht sehr effektiv. Verdammt. Also ein Volltreffer. Geil. So, und jetzt haben wir noch... Das war auch ein Volltreffer. Alles das ist der Kampf der Volltreffer, oder was? Nein. Ein Megasauger noch hinterher. Dann holen wir uns noch ein paar EP zurück. Und Kindwurm verabschiedet sich. Enyo ist halt einfach... Das ist ein Tier. Das ist eine richtige Maschine. Ciao, Kindwurm. Danke für den coolen Feind. Fight. Ass-Trainer Pascal. Nein, du lernst jetzt nicht Sandwirbel. Und ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Das ganze Thema der letzten Tage ist jetzt hoffentlich gegessen. Wir können wieder nach vorne schauen. Ich bin motivierter denn je. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder an meiner Seite. Ihr habt es schon gezeigt. Haltet eure Augen und Ohren offen. Bald kommen die ersten Infos zum 24-Stunden-Stream. Und wir sehen uns dann die Tage. Euer Hübi. Haut rein.